Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Friburgo und jo, da es ein bisschen enger werden könnte im Laufe der Fahrt, habe ich mich für ein etwas kleineres Busmodell entschieden. Und zwar ist das der Citaro Facelift K in einer, ja, farbenfrohen Lackierung, die bestimmt wunderbar auf diese Karte passen, mehr oder weniger. Na ja, gut. Wir steigen, würde ich sagen, auf jeden Fall mal ein. Wir fahren die Linie 31C. Ja, ne, das sind, glaube ich, so die Randinformationen, die wir vielleicht benötigen. So. Motor läuft, nehmen wir schon mal nochmal hier mal wie immer so ein bisschen. Das haben wir, das haben wir. Oh, natürlich ein bisschen das Fenster auf. So. Wunderbar, ich habe mir für das Void-Getriebe entschieden, wir fahren nämlich bergauf und der, ja, sämtliche ZF-Skripts sagen dann so, nö, so, 31, jetzt mal gucken, was C ist, jetzt könnte das irgendwie sowas im Bereich von 40 sein, oder? Schauen wir mal ganz kurz. Das ist DB, okay, wollte ich jetzt nicht. Dann haben wir 31, 41, ah, dann war das A, cool, dann haben wir 31, 43, müsste dann C sein. Haha. Genau, und dann machen wir Route. Haben wir Routen? Ich glaube, da fahren wir hin. Kann das sein? Warte mal. Ja, sieht ja schon mal gut aus, ne? So, Iniko wahrscheinlich anfangen oder so ein Kram, ne? Wir haben auch gar keine. Warte mal, das ist Ziel. Ah, der schaltet sonst durch. Wir müssen gucken, dass wir Ziel 1 haben. Also nochmal Linie 31, 43, Ziel 1. Sehr weit. Das Problem ist nämlich, genau, dass sonst der an jeder Haltestelle dann irgendwie versucht, die Route weiterzuschalten und dann schaltet er diesmal die Ziele zurück. Das ist ja auch nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. So. Da vorne ist unser Startpunkt. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt hier mit den Leuten. Das sieht ja noch nicht so gut aus. So, schönen guten Tag. Ich würde sie gerne einmal mitnehmen. So, was sagt denn das hier? 31. Ne, das stimmt aber nicht. Warte mal. Machen wir nochmal zu hier. Machen wir Ziel. 3. Ist auch nicht. 4, 5, 6, 7. Ah, da sind wir doch. Bei Ziel 7 sehe ich uns. Ja. Ja. Gucken wir nochmal ganz kurz vorne. Ja, da sind aber viele Leute. Also dafür, dass das irgendwie ein kleiner Bus ist. Ich wollte erstmal tatsächlich so ein Sprinter-Format-Bus nehmen. Ich glaube, war gut, dass ich mich da nicht dafür entschieden habe. Kurzstrecken wollen wir jetzt auch noch. Ach so, Licht habt ihr noch keins. Ja, ist natürlich jetzt traurig und tragisch gleichermaßen. So, 71, dann machen wir 30 und 3. Dann wünsche ich eine angenehme Fahrt, Manni. So. Hallo, Fahrkarte bitte. 270, das machen wir doch. Und dann sind es 30 Retoure, bitteschön. Schönen guten Tag zusammen, hallo. Na gut, was los hier, ne? Vorne steht auch schon der Kollege. Genau, es gibt ein paar Linien hier, die alle irgendwie von der 31 abgeleitet sind. Also alles irgendwas mit 31. Es gibt die 31, dann AB. So. Der wollte da dann doch noch irgendwie. Das wollte ich jetzt mal nicht zulassen, ne? So. Fahren wir nochmal vorsichtig rum. Also es wird ein bisschen enger auf jeden Fall. Wie schon grob erwähnt, das ist das am Anfang, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm. Aber, ja, sag mal. Achso, ist ja Einbahnstraße. Einbahnstraße. Muss ich hier rein? Ja. Würde ich gerne ein bisschen ausholen. Dankeschön. Ich bin doch schon Ewigkeiten nicht mehr den Citaro K gefahren. Das heißt, dass das so ein Vorteil ist mit dem 10-Meter-Karren, das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also erstmal hatte ich eben überlegt, dass wir so einen Mercedes-Sprinter nehmen. Dann hatte ich noch diesen Bus, diesen Batz irgendwas, den wir mal auf Gemeindewegen in der Altstadt gefahren sind. Auch noch überlegt, da habe ich gedacht, ja, da sind wir doch neulich gefahren, ist ja langweilig. Dann habe ich auch die Masse an Fahrgästen gesehen. Ja, ich glaube, dann sind wir noch gar nicht schlecht bedient hier mit dem Bus. So, schönen guten Tag, die Dame. Ich mache ja wirklich ganz kurz dann mal die Türflugsperre rein. Reicht dann ja auch, ne? Okay. Kann ja schildern, weil das nämlich reine KI-Busse. Da kann auch schildern. Das ist ja cool, das wechselt. Cool. Das sind nämlich reine KI-Busse, die dann irgendwie performancefreundlich sind und dann sind wir, glaube ich, alle glücklich und zufrieden.
So wie ihr auch schon gemerkt habt, Routen und so ein Luxus haben wir natürlich nicht, aber hey. Achso, ich muss gar nicht die Spur wechseln, da ist ja noch Platz. Ja, apropos noch Platz, ne? Ja, Bus ist auch noch ganz gut Platz. Ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, wird schlimmer voll, aber hier sind ja quasi nur 2 Meter weniger als ein normaler Solo-Bus und ihr seid gerade alle über Rot gefahren, meine Damen und Herren. Das, Dankeschön. Kann ich an dieser Stelle natürlich nicht tolerieren. So, jetzt ist grün, ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben, ne? Also nicht, dass die sich hier irgendwie alle nicht an Ampeln halten würden, aber die halten sich alle nicht an Ampeln. Könnte ja fast ich im Real Life als Fußgänger sein. Was? Haben wir den Stream gesehen? ja. Gut, ist aber ganz schön viel Zeit im Fahrplan, wenn ich mir dazu überlege. Oder müsste ich ein bisschen gemütlicher fahren? Ich weiß es nicht. So. Interessant auch, dass die Halle schon keine Namen haben, sondern einfach mit alle gekennzeichnet sind. Also, ich vermute, das ist meine Interpretation von alle. Da meine internationalen Sprachkenntnisse durchaus zu wünschen übrig lassen. Du kannst auch nicht das, was du hier erzählst, kannst du auch nicht richtig. Das hat mit international zu tun. Ja, so. Kollege, dann... Ach, meine Güte. Dann fahre ich halt weiter, wenn er da so drängelt. Ich hätte jetzt ganz gerne auf heute noch ein oder andere Brünütchen da irgendwie... Aber hey... Wenn ihm die Fahrgäste nichts wert sind, ne? Dann kann ich da auch nichts dafür. Was auch immer Dennis und Tatjana dafür können. Wegen Wert. Ja, ist ein super Witz, ich weiß. So. Jetzt ist da natürlich auch wieder rot. Achso, oder auch nicht. So. Ist aber schon ganz schön aus dem Gröbsten raus, so stadtmäßig. Hier wird es dann schon ganz schön gemütlich, aber ein. Drempel, so. Vorsichtig. Oh, ist aber ein enormer Drempel. Okay. So, dann steigt's mal ein und aus. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, ich bin dann doch ganz froh, dass ich den Bus hier gewählt habe, muss ich dann ganz ehrlich zugeben. Alles andere wäre ein bisschen kuschelig geworden für die Leute. Aber mir als Fahrer ist mir das egal. Nee. Sag mal, du bist aber auch ein penetrantes Kollegen-Mensch. Ach, guck mal, nee, lassen wir mal durch. Ich muss ja ein bisschen ausweichen hier, ne? Ach, der hat einen Schnurrbart, ist doch knuffig. Ah, das ist schon ein lustiger Bus, ne? Guckt so knuffig. So, achso, hier müssen wir nochmal ein bisschen, ne? Kann es auch nicht mehr eher sein, dass das ist der 31er, so der Bus ist, der hier vielleicht vorfahren sollte. Weil er ein bisschen mehr Platz hat und vielleicht ein Kurzläufer von mir ist. Ich. Keine Ahnung. Vielleicht lasse ich ihn ja an geeigneter Stelle, lasse ihn ja vielleicht mal vorbeifahren. Boah, das ist aber auch ganz schön kaputt hier alles. Fahren aber ordentlich viele Busse dafür, dass hier so ein kleiner Kaff ist, ne? So gefühlt sieht nach einem kleinen Kaff aus. So. Ihr fahrt Hallo. Alle vorbei. Okay. Hallo. Guten Tag. Was macht denn der KI-Kollege? Ist das ein penetrantes Stück, ey. Ich würde ja mal probieren. Ich weiß, da muss ich nicht lang, aber... Ich würde ja mal probieren, dass der dann vorbeifährt. So, in der Hoffnung, dass da natürlich jetzt keiner kommt. So, von da wäre frei, ne? Okay. Da wäre frei. Das heißt, ich muss mal gucken, ob da keiner kommt. Ah, sieht auch gut aus. Ja, Kollege, da musst du mal ein bisschen weg, da, wenn da ein Bus fährt, ne? So. Und alsbald kann er wieder ganz gemütlich sein. Der Gang will auch mal wieder nicht, ne? So, noch jemand da? Nö, gut. Hat sich ja gelohnt, die Minute hier zu warten. So. Ja, mit dem Void-Getriebe, das macht immer ganz schön Lärm da, aber weil der Motor immer so hoch dreht. Was willst du machen?
nie gedacht, dass das so eine volle Hütte wird hier, ne? Na gut. Ich hätte echt einen Bus mit irgendwie 8 Sitzplätzen oder sowas hätte ich da eingesetzt. Ja, dann habe ich dann wohl nicht mit der, ja, mit den Trampels auf der Straße, ne, habe ich nicht mit der, mit dem ÖPNV-Bedürfnis der hier anwesenden Menschen gerechnet. Ja, Schrechen ist bestimmt auch nicht so deine Stärke, ne? Weiß, hat schon über 100, hat schon über 1000 Omsi-Folgen und ist noch bei Folge 800 irgendwas. Ja, ja, rechnen und so. Hm. Ja. So wird das wohl sein, so. Also ich wollte gar nicht so schnell fahren, weil wir sind ja mega früh dran. So, was meint ihr dazu? Ich stelle mir dies nicht mal ganz kurz ins Spiel, damit wir da mal gucken können. Wir sehen ja, ja. Noch ein Bus. Alter Latz. Also, oder ist der... Nee, der fährt auch eine Linie 31B. Ich habe gerade schon gedacht, irgendwie vielleicht ist das ja so, dass die ganz normal in der AI-List, also als auch nicht Fahrplanfahrzeug eingesetzt werden, aber... Nö, die fahren dann alle mit Linie. Wollen wir vielleicht tanken? Ach komm, wir haben ja Zeit, ne? Und sonst nichts zu tun hier. Tanken wir mal eine Runde. Kann ja nicht sein, dass wir viel mit dem Fu- Interessant. Ich habe in dem Foto sah dann schon recht 3D aus. So, dann tanken wir mal heute. Können wir mal ganz kurz den Tankstand vorher checken. So, wir fahren mal hier schön ran. AdBlue haben die bestimmt nicht, aber hey, so. Motor ist aus und schauen wir mal ganz kurz hier auf den Tankfüllstand. Tomala schönet hier. Ja, guck mal, da können wir noch voll machen hier, ne? Habt ihr gesehen? So, machen wir ganz kurz hier mal Tür schon auf. Dann steige ich mal aus und dann tanken wir den Guten mal ganz kurz. So, und einmal tanken bitte. Das ist so eingeplant, dass er mit denen eine Tankpause macht. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen. So. Achso, das ist der. Der war vorher auch schon da, ne? Ja. Bisschen versunken. Ist ein in sich versunkener Mensch. So, ich denke mal, jetzt haben wir. Achso, ich muss ja noch bezahlen. Oh, das hätte ich ganz vergessen. Trip, 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 trouble. Trip, 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 trouble. Extra-Tipp. Ja, ich kenne den Extra-Tipp. Und was auch immer da noch steht. 52 Cent, was immer das kostet, hätte ich auch gerne. So. Gibt's noch was Schönes? Kaffee. Falschrum mit TÜV-Plaketten. Och ja, hätte ich gern alles einmal. So. Und den Rostschutz. So, bezahlt. Fertig hier, ne? So. Einmal starten wir mal wieder. Kontrollieren wir mal ganz kurz hier. Ich habe gar nicht die Tür hier aufgemacht. Ja, ich bin da drüber gestiegen, ganz einfach. Kontrollieren wir mal ganz kurz. Ja, guck mal. Ist voll die Hütte. Wunderbärchen. War günstig, ne? Ja. Wissen wir schon, dass wir da rauskommen, ohne dass da einer. Das sieht gut aus und das sieht auch noch gut aus. Dann weiß ich echt nicht, was mit dem Fahrplan los ist. Also wir haben ungefähr 20 Minuten... Ich kann an die nächste Haltestelle mal schauen. Mal 20 Minuten Fahrzeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein Fahrplan ist, der... Ja, ne? Von OMSI automatisch generiert ist und deswegen hier die Strecken, wo wir ein bisschen länger fahren und Leute beim Schweben zuschauen können, dass das der Teil ist, wo... Ne? Da natürlich ein bisschen zeitlich zu... Ne? Generös ausgelegt ist. Und später kommen wir dann eben in den Teil, wo der Fahrplan wahrscheinlich ein bisschen knapper wird, weil wir irgendwo Kurven fahren oder so ein Kram. Aber hey. Weil da muss echt in Schrittgeschwindigkeit über diese Dinger da drüber juckeln, ey. Es ist... Ach. Aber scheinbar halten sich die Leute an, dass er nicht dran. Wenn es dann nicht wehtut, weil das Auto kaputt ist, dann muss man halt eben so machen. So. Problem ist, dass man dazwischen immer mega beschleunigt und das dann für die Anwohner irgendwie auch laut ist und dann Spritverbrauch vielleicht jetzt auch nicht unbedingt positiv beeinflusst. Aber hey, so was ist das denn da oben? So ein Tennis oder generell so ein Spiel, also Spielsport, whatever Platz. Ja, scheinbar. So, noch 2,4 Minuten. Juckler, ne? Zumindest einen hätten reingesammelt. Nee, gut, fein. Guten Tag, steigen Sie mal ein. Ja, das machen wir ganz schnell. So, 1,70 und 30, 2 und 1. Ich brauche eine kurze. Ja, das ist schön für Sie. Jetzt nochmal Duo 13. Ja, eben, jetzt haben wir nämlich nur noch 7 Minuten für den letzten Teil. Da glaube ich nämlich nicht, dass das irgendwie passt.
Ich fahr mal weiter, ne? So. Bitteschön. Ich warte das jetzt mal nicht mehr ab. Ne? 2 Minuten sind auch vollkommen in Ordnung. Und alsbald bremst er wieder ab. Das ist ja schön. Oh, was heißt jetzt durchgestrichene E eigentlich? Keine Vokale benutzen, oder was ist das Ding? Oh, ihr wird sich das Video aber ganz schön interessant anhören. Ohne Vokale. Ich glaube, das ist was, das kann man dann irgendwie nicht wirklich. Ja, wird ein bisschen schwierig. So, ach, guck mal, hallo. Huhu. Ist gerade einer hinterm Hauseck gewesen. So. Dann ist das halt hier wohl die einzige Haltestelle, wo man wahrscheinlich einen Ticken früher. Das ist eine sehr interessante Haltestelle. Also Kneeling mache ich auf jeden Fall mal raus hier. Das ist fast auch schon zu hoch für den Bus. Bus. So. Ich muss sagen, wir sind gerade dran parken. Also, gerade in Anführungsstrichen. Guck mal, ohne Kneeling. Genau, ich wäre dann nämlich sogar mit dem Bus da dran gedotzt. Das ist ja schick. Ja, LKW, ganz ruhig. Ich fahre schon. Kein Stress. Ich bin 2 Minuten zu früh. So, 31C. Ich glaube, jetzt ist das, was ich eigentlich angekündigt hatte, dass wir nämlich so ein bisschen den Berg hochfahren. Flupp. Und flupp. Genau, guck mal, da wollen wir hoch. Und noch mehr Drempels. Alter Latz. Kann der mir mal zählen? Ich glaube, die sind schon unzählbar, so viele sind das. Ich fahre schon so gemütlich da drüber. Ja, meine Güte, ich kann da nicht langsam außer Standgas da drüber fahren. Nicht so, dass ich Gas gebe, sondern ich bremse halt so weit runter, wie halt geht. Dann fährt er da mit Standgas da drüber. Okay, Standgas noch ein bisschen langsamer, aber ja. Meine Güte, ey. Also man kann sich auch anstellen. Und weißt du, wenn du dich schon anstellst, dann hinten. Oh, voller ausgefallene Witz. Ja, Josh, ich würde mir wünschen, der Witz wäre ausgefallen. Der ist nämlich schlecht. Okay. So. Genau, da sehen wir schon, was uns erwartet da vorne. Das ist auch cool mit dem Gras hier. Kommen wir überhaupt hoch? Nur so. Okay, easy. Ja, das mit dem Void-Getriebe war, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Eher eine gute Wahl. So. Das ist auch schon wieder so viele Menschen, als ob so viele Leute mit dem Bus fahren. Das ist, glaube ich denen irgendwie nicht. Jetzt habe ich ja, das sind ja so kleine Bedenken, dass mir jetzt hier unglaublich viele Autos entgegenkommen. Aber hey. Ich habe gerade da links geht's. Okay. Hallo Innsbruck. Innsbruck, bist du's? Innsbruck in den etwas südlicheren, wärmeren Breiten. Ja, ich glaube, da haben sich wohl 2 Busse festgefahren. Ich werde mal ganz kurz aussteigen und das Ganze mir aus der Nähe anschauen. So, da brauche ich aber die Türflügelsperre, wenn dann so. So. Ich habe Feststellbremse drin, ich darf aussteigen. So. Kollege, was ist denn los? Ach so, ja klar. Das ist halt jetzt ungünstig. Trick 17b mit Selbstüberlistung. So, bitteschön. Ich hab die mal ganz kurz nach Hause getragen. So. Also es ist schon eine Map mit Abenteuervieh. Sind das parkende Autos? Ja, schön. So. Ich bin ja noch schon ganz früh bei meiner Motorleistung tatsächlich. So. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ich muss mich ein wenig konzentrieren. Aber geht schon irgendwie. Aber es ist ein interessantes Konzept tatsächlich. So. Von euch will jemand mit? Ja, ihr wollt mit. Okay, schönen guten Tag. Achso, 2 der Türflügel. Ja gut, okay. Ist in Ordnung. Ja, normal gibt's hier nicht. Hier ist alles ein bisschen crazy. Achso, wir werden mit aussteigen. Steig halt aus, ne? 30 und 2. Trotzdem eine angenehme Fahrt.
Okay. Die dachten sie so, nee, fahren mache ich nicht, ich fliege eine Runde. Gut. Ist halt auch ein Verkehrsmittel, ein anderes. Thema Fliegen, hier ist die Luft schon so ein bisschen raus. Ah, okay. Mhm. Ja, links reicht auch locker, ne? Das ist aber schon ganz schön. Heieiei. Spaß. Spaß. Ja, wird ein bisschen gekurbelt heute, ne? Gut, dass ich mein Lenkrad hab. So, auch wenn ich tatsächlich nicht mehr, also nicht weiß, wie lange das halt noch irgendwie so, ne? Ich hab das auch tatsächlich schon Ewigkeiten, also wirklich jetzt mal ohne Witz. War die eine halbe Stelle? Nee, da vorne. Ich hab das G27 tatsächlich schon wirklich Ewigkeiten, also viele, viele Jahre. Also. Hat schon gesagt, 6 Jahre mindestens. Also, aber er hält noch super. Von daher, ich will mal nicht raufbeschwören, dass da irgendwas ist. Was das alles mitgemacht hat, ne? Also Project Cars, die Zeit war schon... Ja, aber nicht ganz einfach. So, und ihr kommt mal schön rein hier. Hallo. Ich hätte gern einen normalen... Ihr mit euren Fahrkarten. Mensch, könnt ihr die nicht irgendwie... vorher kaufen? Ja, okay. Gut, doch. Nur einen Fahrschein, wenn ich schon dabei bin. Nee, gut. Oh, guck mal, jetzt sind wir nämlich pünktlich, weil nämlich der Fahrplan tatsächlich, also pünktlich in Anführungsstrichen, weil der wahrscheinlich tatsächlich ohne viel Treppe, ohne viel da, ne, Kopf gemacht wurde. Aber hey. So. Da sag mal, cool mit. Also jetzt bin ich wirklich sehr langsam gefahren. Sorry, aber jetzt kann ich eure Kritik leider nicht nachvollziehen. So. Ich bin voll kritikunfähig. Ja, die Frage ist, wir können keine Kritik geben. Bitches. Joa. Und das ist jetzt... Sie bleiben mal bitte da, wo sie sind. Dankeschön. Ich bin ein bisschen weiter zurück vom Bordstein. Ich würde da nämlich ganz gerne... So. Einen schönen guten Tag. Wie stehen wir denn da? Ja, ist schon interessant, ne? Das hat schon was hier, ne? So... Ach ja. Spiegel ein bisschen aufpassen und da wird etwas. Ja. Jetzt hätte ich aber nur eher Angst, dass mir da gleich einer entgegenkommt. Ich muss da hoch. Okay. Also mit dem Spiegel darf man immer ein bisschen andotzen, habe ich gelernt. Der Spiegel klappt sich um sie so theoretisch ein. Heißt, wenn ich jetzt rechts ein bisschen tauste, da, dann ist halt der Spiegel ein bisschen, aber das macht dann um sie ja nichts. Okay, das ist krass. Und da ist ja theoretisch, ich will es auch wieder nicht raufbeschwören, aber theoretisch ist da ja Gegenverkehr, ne? Wenn vielleicht auch noch von KI-Bus noch hoffentlich. Hier gibt es wahrscheinlich auch gar keinen KI-Bus, weil ich ja, der andere sollte mir ja schon entgegengekommen sein. Hei, hei, meine Güte. Es ist schon, war dann, also die Gegenrichtung, nee, für mich nicht. Also es sei denn, die wollten da so gegen die Wand aussteigen, aber ich glaube mal nicht. Es, oh, Trempels. Das Unwort des Tages. Plöpp. Plöpp. Und noch, kann er irgendwie seinen Innenhof da nicht irgendwie anders bauen? Ach, guck mal, wir sind da. 31C Final. So, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich hier drehen soll. Das passt halt vom Winkel her nicht ganz, ne? So ein Rückwärts-Rechtsbogen. Nee, das tut nicht. Absolut nicht. Darf sich dann der Kollege drum kümmern, hätte ich jetzt gesagt. Also, nur mal so zum Überblick. In der kommst du mit dem Wendekreis, ist das hier, diese Mauer da, ist halt zu eng. Und da ist ja halt dieses Ding, worüber man notfalls ausschwenken könnte. So, Hauptsache ich baller jetzt da nicht gegen die Mauer, ne? Ja, Problem ist natürlich auch hier, ne? Wobei...
Ja, gut, da kommt man ein bisschen. Achso, ist ein Zaun. Ja, der ist ein bisschen weiter hinten. Ich glaube trotzdem, dass das irgendwie nichts wird. Vielleicht, wenn man da ein bisschen anders ranfährt. Aber ich kann ja gleich nach vorne ziehen. Ich kann ja, wenn ich es jetzt anstelle, kann ich jetzt nach vorne ziehen. So. Und wenn ihr Hansels bis euren Poppes da wegbewegt, dann wäre ich da auch glücklich. So. Ja, locker. So, da können wir nochmal rum hier. Ich sehe das Problem nicht. Easy Game hier. Ja, ich könnte mit dem... Jetzt in den letzten Zentimetern hier nochmal was wegrasieren. Nee, guck mal, da kommen wir locker rum. So. Da nochmal ein bisschen gucken. Ja, ohne Einweise rückwärts fahren. So. Wunderbärchen, da würde ich sagen. Haben wir das doch schön erledigt, ne? Dann halten wir mal so, dass das Ding ja vielleicht in der Mitte von der Tür ist. So, okay. Eine Haltestelle zu früh wie expected. Und ich würde sagen, Motor aus. Und das war's für heute. Haben wir doch schön gemacht, ne? Wo ist der nicht toll eingeparkt hier? Einwandfrei. So. Lauf mal bitte durch meinen Bus. Der muss doch nochmal runter hier, ne? Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wir sehen uns dann einfach in einer nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ja, ne? Hier sind vielleicht ein paar andere Folgen, wenn ich dran gedacht habe, welche zu verlinken. Ansonsten gibt's keine. Schaut euch selber welche an. Bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.